Hallo Ali und herzlich willkommen im Herbst. Ja, leider ist es schon wieder soweit. Die herbstliche Zeit ist da. Es ist Oktober, es ist kalt, es ist regnerisch. Also ideales Erkältungswetter. Um dem Ganzen ein wenig entgegenzuwirken, werde ich heute mal zeigen, wie ich mir einen leckeren und sehr gesunden Ingwer-Limetten-Tee mache. Das braucht nicht viel. Dafür nehme ich heute ein Stückchen Ingwer. Ich habe mir das hier schon mal abgeschnitten, geschält. Dann eine Limette, je nachdem wie viel Saft die gibt, eine halbe oder eine ganze oder wie stark man es auch gerne mag. Und ein wenig Honig und natürlich Wasser. Als erstes werde ich jetzt mal das Wasser aufsetzen. Und während das Wasser kocht, werde ich dann schon mal den Ingwer reiben. Wer jetzt also keine Reibe hat, ist auch nicht weiter dramatisch, dann schneidet man das einfach in dünne Scheiben oder in kleine Stückchen, je nachdem wie man es haben mag. Gerieben ist das Ganze natürlich deutlich intensiver. Den geriebenen Ingwer stelle ich jetzt erstmal beiseite und als nächstes nehme ich mir meine Limette. Die schneide ich auf und presse sie aus. Ich klopfe mir dann auch immer noch das Fruchtfleisch in den Behälter, weil ich das ganz gerne mitnehme. So, das stelle ich erstmal ein bisschen beiseite und warte jetzt, dass das Wasser richtig schön heiß ist. So, das Wasser kocht jetzt, das kann schon mal ausgestellt werden. Dann gebe ich jetzt als erstes den Ingwer hinzu und gieße das jetzt mit dem heißen Wasser auf. So, das Ganze kann jetzt einen Moment ziehen und dann gebe ich als nächstes die Limette dazu. Solange jetzt der Tee zieht, der Ingwer zieht, schneide ich mir jetzt hier erstmal noch eine schöne Scheibe einer Limette runter. Die nehme ich dann nachher als Deko für den Rand. So, das Ganze ist schon ein bisschen abgekühlt. Jetzt kann auch die Limette mit bei. Ja, über den Deckel hier abnehmen. Und das Fruchtfleisch hier ruhig ein bisschen mit dem Löffel noch nach rausholen. So, und jetzt kommt zum Schluss nochmal, je nach Geschmack, ein Löffel Honig ran. Ja, das ist hier wieder mein guter Berliner Stadthonig. Der ist ein bisschen kalt und ein bisschen fest, aber das macht nichts. So. Und jetzt noch die Scheibe Limette oben drauf und das war es dann auch schon. Das ist so mein kleiner Tipp für die Herbstzeit, um gut durch die Herbstzeit ohne Erkältung zu kommen. Schmeckt ganz lecker, ist wunderbar, wärmt. Ich wünsche einen guten Appetit, kommt gut durch die Herbst- und Winterzeit, bleibt gesund und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!